So, das erste Teil. Das sieht sehr vielversprechend aus. Ich habe in so einem Makramee-Look sozusagen, aber mit einer dicken Kordel, einen Läufer bestellt. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den auf den Tisch stelle. Aber für den Tisch ist eigentlich was anderes vorgesehen. Ich wollte etwas für hier haben. Habe ich euch, glaube ich, schon gesagt. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wie das Ganze aussieht. Es ist auch mega lang. 1,80 war, glaube ich, das kleinste. Und dann ging es bis zu, weiß ich, wie viel Zentimeter. Also die sind... Boah, wie cool. Okay, also auf der einen Seite sind auf jeden Fall hier eben diese länglichen Kordeln. Das Muster wiederholt sich eigentlich immer wieder. Wir haben hier diese Zacken und dann eben das hier, dieses Geknotete. Dann wieder die Zacken, dann wieder das Geknotete. Und das geht dann eben bis nach unten hin. So. Richtig cool. Das ist, glaube ich, gerade die Rückseite. Da ist es ein bisschen so, also die Struktur kommt noch ein bisschen besser zur Geltung. Oder man kann das umdrehen, dann ist es alles so ein bisschen glatter. Genau, man kann diesen Effekt haben oder diesen. Aber den finde ich schöner. Ja, werde ich gleich mal hier hinstellen und dann gucken, ob mir das gefällt. Aber es sieht sehr schön aus, auch mega schön verarbeitet. Also wirklich nice. Ich hatte noch welche gesehen. Bei Etsy habe ich jetzt heute noch mal ein paar Sachen bestellt, auch so Makramee-Sachen. Und da gibt es auch so viele solcher schönen Tischläufer. Aber die wollen dann da teilweise irgendwie 100 Euro für haben, wo ich mir denke, so okay, chillt mal. Schön und gut. Ich weiß, dass da viel Arbeit dahinter steckt und sowas, aber man kann es auch übertreiben. Also echt, also auf Etsy findet man wirklich so schöne Handmade-Sachen, gar keine Frage, aber die übertreiben es teilweise mit den Preisen. Also das ist echt manchmal nicht von dieser Welt. Deswegen, ja. So, in diesem Karton sind aber noch mehrere Sachen. Oh, da bin ich jetzt echt positiv überrascht, weil ich habe einfach mal auf gut Glück das bestellt, weil ich muss sagen, online sah es jetzt, ist da schön aus, aber ich dachte mir, dass wenn es kommt, dass ich... Ich dachte, ich wäre enttäuscht. Aber ich wollte es erstmal mit dem günstigeren Modell sozusagen probieren. Ich glaube, das hat jetzt irgendwas zwischen 30 und 40 Euro gekostet. Aber wie gesagt, noch viel günstiger als auf anderen Seiten. Dann habe ich mir ein... ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Es sind so... Ich zeig euch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt das ist oder ob das die Spiegel sind. Oh Gott, hier ist sogar ein Kamm dabei. Extra für diese Geschichte. Süß. Ach, das sind die Spiegel. Das sind die Spiegel. Okay. Ich habe euch ja gesagt, ich habe für die große Wand Poster bestellt. Und auch noch so Deko-Elemente. Und da sind unter anderem Spiegel dabei, was ich bestellt habe. Oh Gott, hier steht genau beschrieben. Man soll die nämlich so durchkämmen. Süß. Okay. Also, wir haben hier, es ist nämlich ein Zweier-Set. Ach, das ist der Einzelne. Ich habe noch ein Zweier-Set bestellt. Okay, ich muss das erstmal hier alles dann hochknicken. Okay, das muss ich dann auf jeden Fall erst einmal auslegen. Aber es ist auf jeden Fall schön groß, das gefällt mir. So, das ist der Spiegel, noch etwas dreckig. Und ja, hier sind halt eben diese... Ich zeige euch mal, so soll der dann aussehen. Ich muss den auf jeden Fall jetzt erstmal auslegen, weil der klappt sich jetzt natürlich vom Versand immer wieder zusammen. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber ich zeige euch das mal von nahem. Ist auf jeden Fall sehr schön gearbeitet. Das hier ist zum Auskämmen. Ich finde ich ja grandios, dass sie da einen Kamm mit dazugelegt haben. Also echt richtig schön. Irgendwie so ein bisschen aus wie eine Blume, Sonne, keine Ahnung. Ich glaube, es sieht sehr, sehr, sehr nice aus, auch mit den Bildern, die ich ausgesucht habe. Ja, hier ist übrigens eine Folie noch drauf, deswegen ist auch gerade so ein bisschen matt und schmutzig. Lege ich direkt mal gerade hin auf den Boden, damit sich das schon mal ein bisschen auslegt. So, dann sind hier, glaube ich, die ersten Bilder drin. Oder beziehungsweise nicht Bilder, sondern Poster. Ich habe verschiedene Größen bestellt, einfach ein paar größere Geschichten und eine kleinere. Ich glaube, im anderen müssten noch mehr sein. Ich glaube, so ziemlich alle Poster sollten heute kommen. Mir haben halt teilweise immer nur so ein, zwei Bilder gefallen sozusagen. Und dann musste ich halt eben mehrere Sets bestellen. Das war das Problem. Die sahen aber alle nebeneinander schon schön aus. Also wir haben hier
sowas. Das ist schon so Pampas-artig, aber noch so ein ja, bisschen würde ich jetzt nicht benutzen. Dann das dänische Wort für Gemütlichkeit. Zwischendurch sind ja auch immer solche Schriften mit dabei. Sieht auch voll schön aus. Dann haben wir das hier. Das sieht so cool aus, weil das sind so verschiedene Trockenblumen. Und gerade mit dem, was ich vorhabe, wird das, glaube ich, sehr, sehr cool aussehen. Deswegen, das kann ich mir schon mal sehr gut vorstellen. Und dann war hier noch so eine kleine Karte mit dabei. Die Welt ist schön, weil du. Die Welt ist schön, weil du mit drauf bist. Ist ja süß. Das war jetzt nicht bei diesem Set mit dabei. Das war so ein Dreier-Set. Aber auch voll schöner Spruch. Die Welt ist schön, weil du mit drauf bist. Genial. Okay, also es war so ein Dreier-Set. Aber vor allen Dingen hat mich dieses Bild sehr angesprochen. Ist jetzt natürlich die Frage, behalte ich dieses Set wegen diesem einen Poster? Lohnt sich das? Da muss ich auch nochmal nach den Preisen halt eben schauen. Ob das sich dann letzten Endes überhaupt rentieren würde. So, das nächste Set. Samu schläft gerade super unruhig. Immer wieder meldet er sich kurz. So, das nächste Set besteht aus. Oh, ich dachte gerade, ich hätte hier zwei Stück. Ach so. Ah, das ist ja cool. Da war ein Set nämlich angezeigt und in der Ecke war dann nochmal so ein ähnliches Set. Und die haben das ist doppelseitig. Das heißt, man kann sich dann entscheiden, was man möchte. Ist auch nicht verkehrt, es sei denn, man findet natürlich beide schön, dann hat man Pech gehabt. So, jetzt zeige ich euch mal beide schnell. Wir haben hier einmal einen Spruch, dann haben wir hier einen Frauenkörper. Sowas wollte ich auch unbedingt mit einbringen. Entweder den hier oder das hier mit den zwei Gesichtern. Ich finde sowas auch, das sieht so genial aus, ist momentan ja auch relativ im Trend. Genau, davon möchte ich auf jeden Fall was einbauen. Dann haben wir das hier noch. Also einmal gibt es so eine Art und dann einmal so ein bisschen sanfter mit der Zeichnung. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich schöner finde. Keine Ahnung, aber genau, diese. You are my today and all of my tomorrow. Today is our favorite place to be. Voll die schönen Sprüche. Da würde ich mich jetzt gar nicht entscheiden können. Das ist nämlich das, was ich gerade meinte. Ist natürlich blöd, wenn man beide Seiten toll findet. Dann haben wir hier, oh mein Gott, diese Pampasgrasbilder. Ich krieg die Krise. Also einmal dieses Pampasgras. Dann die Dinger hier, wo ich nicht weiß, wie die heißen. Das sind aber meine absoluten Lieblingstrockenblumen. Die sind überall mit drin. Seht ihr diese kleinen Pünktchen? Das sind die Dinger. So schön. Dann haben wir hier einmal großes Pampasgras. Auch schön, so zwei Stück einfach nur. Dann hier nochmal so eine Weitaufnahme. Würde ich aber das hier jetzt bevorzugen. Und dann diese kleinen Dinger, die ich so mag. Die sind so süß. Ja, man muss sich das jetzt, also einzeln die Bilder, würde ich, glaube ich, nicht schön finden, wenn jetzt einfach so ein Ding irgendwo hängen würde, sondern man muss das in Kombination, so eine Collage halt eben erstellen. Hier sind die nochmal drauf, aber da ging es mir um diese Dinger hier. Dann haben wir hier nochmal Trockenblumen und die Dinger hier. Die sind auch süß. Genau, also das war jetzt sehr viel mit Trockenblumen, wie man gesehen hat. Okay, und dann halt eben, ja, diese Geschichten hier. Also das war auf jeden Fall ein gelungenes Set. Das darf auf jeden Fall bleiben. Da werde ich das ein oder andere dann auf jeden Fall nutzen. Ich habe ja hier eine riesengroße Wand. Die Wand hat ja mal locker. Also diese Wand war, glaube ich, 4 Meter und dann müsste die hier locker 5 Meter sein. Also ich habe mehr als genug Platz. Vielleicht will ich auch nicht die komplette Wand zuklatschen oder sowas, aber ich habe auf jeden Fall vor, ein bisschen was zu machen. Also da sollen jetzt nicht nur zwei Bilder hin. Also es soll schon schön gestaltet werden. Machen wir gerade mit den Bildern weiter und dann kommen die Kissenbezüge. So. Oh, sehr, sehr, sehr schön verpackt, muss man sagen. Okay, also hier in so einer Hartpappe sozusagen. Das finde ich sehr nice. Auch hier waren jetzt nochmal so kleine Kärtchen mit dabei, einfach so wahrscheinlich für zum, ja, einfach als Geschenk. Sehr schön mit dem Löwen auch. Sodele. Ach, das ist nochmal sogar so ein Schutzding hier drauf. Das ist cool, wirklich.
So, ich habe hier einmal auch ein paar Bilder bestellt mit Meer und Strand, aber nicht zu sehr ins Bläuliche, sondern es sollte eher so trotzdem in der Beige-Variante sein. Schaut mal hier zum Beispiel das Meer und dann eben mit dem Sandstrand. Passt auf jeden Fall auch vom Farbkonzept her. Dann eben nur Sand. Das sieht auch mal wunderschön aus. Dann habe ich hier nochmal das Foto von eben. Den Trockenblumen. Dann hier nochmal Strand und das Meer, was gerade so rangespült wird, sieht auch wunderschön aus. Und halt, man ist trotzdem, man hat so ein bisschen dieses Natur, ja, aber trotzdem ist man so im Farbkonzept durch den Sandstrand halt eben einfach. Dann ist hier nochmal ein großes mit drinne mit so Pampasgras, aber das hat man ja jetzt schon oft. Und dieses Bild werde ich safe nehmen. Es sieht einfach wunderschön aus. Schaut mal, mit dem, also halt auch wieder dieses Natur, dass hier eben nicht irgendwie eine Metallbrücke oder sowas ist, sondern dass es hier wirklich auch aus Holz ist. Dann eben mit diesem Sand und Strand und Meer, aber alles nicht zu extrem ins Bläuliche, sondern schon eher so diese Nude-Beige-Töne sind da eingehalten. Also das Bild ist so schön. Das schreit ja einfach nur nach Urlaub. Das wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Und es war schon, das war das nächste Set. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen mehr zum Licht drehen, weil der Elias ist hier ständig rumgelaufen. Jetzt ist er aber nach oben gegangen zu meinem Mann. Dem Samu gerade mal was vorgesungen. Jetzt schläft er weiter, weil wir haben noch nicht mal 3 Uhr. Und das ist definitiv zu früh. Also er muss auf jeden Fall, was heißt er muss, aber er sollte noch ein bisschen schlafen. Weil gesund schlafen ist auf jeden Fall die beste Methode, um gesund zu werden. So, ich habe hier jetzt noch mal ein paar mehr Poster, aber alle noch mal in einer kleineren Version. So, ich habe hier einmal Hände, wo der Sand so durchrieselt. Sieht auch wunderschön aus. Ich liebe sowas. Dann dieses Bild finde ich auch einfach nur mega. Mit dem Sandstrand, dem Meer, dem Sonnenuntergang, den Vögeln, Gräser so ein bisschen dazwischen, alles in diesem beige gehalten, also nicht zu bunt oder so. Sieht echt hübsch aus. Dann haben wir hier nochmal Trockenblumen. Die sehen auch so schön aus. Das Foto ist richtig nice geschossen, weil einfach im Hintergrund auch noch so ein bisschen Landschaft und so weiter leicht zu sehen ist und nicht einfach nur eine weiße, nackige Wand. Das finde ich jetzt nicht so schön, das Bild. Es ist okay. Es ist okay. Das Ding ist, man darf die Bilder nicht im Einzelnen betrachten. Man muss wirklich sich alle Bilder hinlegen und versuchen, sich seine perfekte Collage sozusagen zu bilden. Genau, dann haben wir dieses Bild. Das würde ich, glaube ich, auch nicht unbedingt benutzen. Dann das hier, auch wieder ein wunderschöner Spruch, den ich bestimmt benutzen werde. Do more of what makes you happy. Wollte sich jeder zu Herzen nehmen. Und dann hier, das finde ich auch richtig cool, mit dem Sand, wo man einfach irgendwie so ein Muster reingemalt hat. Sieht irgendwie so, keine Ahnung, es beruhigt einen so, wenn man das Foto sieht und dann dazwischen halt noch die Steine. Sieht irgendwie cool aus. Und dann ist hier nochmal Pampasgras drin, aber das ist irgendwie viel dünner. Das ist schon wie so Blatt und das ist so Hartkarton jetzt alles gewesen. Deswegen weiß ich nicht, gehört das überhaupt zum Set? Aber voll das schöne Pampasgras in so richtig schön weiß. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, das Bild. Genau. So, das war's schon mit den Postern. Also ihr seht schon, worauf ich so ein bisschen hinaus möchte. Mit diesem Spiegel zum Beispiel und auch mit den ganzen Bildern. Also es soll alles sehr so Natur sein. Die ganzen Trockenblumen ist ja schon Natur alles. Oder mit dem Sand oder mit irgendwie, wenn dann mal Schriften dazwischen sind, dann halt auch nur in Schwarz und jetzt nicht irgendwie hier, keine Ahnung was. Also alles sehr so in diesen Naturtönen und eben Natursachen halt auch. Also jetzt nichts Wildes oder sowas. Ich glaube, das sind auch so Sachen, die kann man sich länger angucken, als wenn man jetzt irgendwas Buntes sich an die Wand macht. Da hat man vielleicht schnell sich satt gesehen. We will see. So, jetzt habe ich ein paar Kissenhüllen noch. Ich bin echt gespannt. Okay, die ist auf jeden Fall ein Flop. Die hat einen super krassen Gelbton. Schaut mal. Ist auch so viereckig.
Also an sich auch wieder so dieses gleiche Konzept. Und ich dachte mir so, ach ja, mit dem Weiß und dann nochmal so ein bisschen dunkleres Beige, aber jetzt nicht zu extrem. Aber das dazwischen, also das Beige ist okay, das Weiß ist okay, aber das dazwischen, das ist gelb. Das ist gelb. Das geht safe zurück, das kann ich jetzt schon mal auf jeden Fall sagen. Das war jetzt leider voll der Flop. Aber aus diesem Grund habe ich auch so viele bestellt, um dann einfach nicht das Problem zu haben, dass ich mir drei, vier Lieblinge bestelle und irgendwie die Hälfte davon sind Flops. Deswegen, also das hier kann ich schon mal sagen, das ist ein Flop. So, dann. Guck mal, diesmal haben sie es so geliefert. Das war doch vorhin die Tüte, die ich euch gezeigt hatte. Die wurde ja so geliefert und jetzt bei dem wurde das so hier reingelegt. Also, I don't know. Ich hoffe, dass da was Cooles drin ist, weil die von vorhin, die waren ja richtig schön weich. Auch die fühlen sich wieder richtig weich an. Nicht, dass ich aus Versehen das gleiche bestellt habe. Ah, nein! Sehr cool. Das sind im Prinzip die gleichen Kissen. Wie vorhin nur, ich weiß nicht, ob ich euch erinnern könnt, wahrscheinlich schon, ist ja das gleiche Video. Das war ein kleineres Rautenmuster. Super weich. Richtig krass weich. Also die bleiben safe auch. Es ist auch wieder ein Zweier-Set. Es ist ein schöner Beige-Ton. Alles richtig weich, weil ich wollte halt auch welche, wie gesagt, so Kissen haben, die auch ein bisschen weich sind und nicht alles nur so reine Deko. Die sind auf jeden Fall schon mal top. Okay. Ich weiß nicht genau, ob ich es feiere oder ob ich es nicht feiere. Also vom Nahen jetzt, das muss halt erstmal alles so ein bisschen aufgekämmt werden, auf jeden Fall. Ich fand das irgendwie cool, dass die Quasten hier so in der Mitte hängen, aber das ist jetzt natürlich alles so vom Versand, alles so platt gedrückt. Das ist auch ein schönes Grau. Das ist auf jeden Fall ein Dekokissen. Also das ist nichts weich oder so. Das ist auf jeden Fall wieder dieses Jute-Ding. Ich weiß nicht, ob mir dieses Beige gefällt. Wenn das jetzt weiß oder heller gewesen wäre, hätte es mir, glaube ich, besser gefallen. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Irgendwie hat es was. In einem Moment denke ich mir so, ja. Im nächsten Moment denke ich mir so, Gott, bist du hässlich. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Und das ist das nächste Kissen. Also vom ersten Eindruck her auch ganz cool so. Aber es ist auch wieder ein komplettes Dekokissen. Also auch wieder dieses. Ich sag jetzt einfach mal Jute-Material, damit ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach so ungemütlich. Also es ist nicht weich, es sind reine Dekokissen. Aber bei dem bin ich mir auch echt unsicher, weil das schon nochmal, wenn ich so den Teppich angucke, das ist echt schon mal nochmal ein Ticken dunkler als der Teppich. Und das wollte ich ja eigentlich nicht. Deswegen, ja, ich muss es halt so machen, dass ich alle Kissen auf den Boden lege oder die Kissenhüllen und den Teppich daneben lege. Ja, und mit der Couch und alles zusammen einfach betrachte, welche mir denn da jetzt dann gefallen und welche zusammen optisch auch schön aussehen. Ich glaube, dass das eher wahrscheinlich nicht in Frage kommt, weil das zu sehr ins Beige geht. Aber man muss es ausgelegt, also man muss es sehen, wenn es einfach ausliegt, dann kann man das erst richtig beurteilen. Jetzt muss ich gerade mal in meinen Amazon-Account reinschauen, was noch. Ob noch Kissen fehlen. Ich glaube, es sind tatsächlich sogar noch welche auf dem Weg. Ich glaube, morgen kommen noch welche. Ja, ich denke, ich werde das Ganze auch angehen, wenn die Kids wieder im Kindergarten sind. Ich finde das, also das ist, solche Geschichten kann man gar nicht machen, wenn die Kids da sind, weil die wollen ständig dann was anfassen und nehmen es weg und wollen dann da mitmachen und so weiter. Das funktioniert nicht. Also ich muss das, glaube ich, ganz in Ruhe machen, wenn die Kids im Kindergarten sind. Zumindest der Lias morgen, weil wenn der Samu dann seinen Mittagsschlaf macht, dann habe ich ja hier wirklich mindestens 2 Stunden, wo ich dann einfach solche Sachen dann mal schauen kann. So, jetzt werde ich das alles mal hier irgendwie zusammenpacken und einfach in mein Zimmer stellen. Und werde jetzt aber diese Geschichte mit dem Läufer einmal hier hin tun und schauen, ob das passt. Und ich werde einmal kurz den Teppich ausrollen und den Tisch draufstellen und gucken, ob das hier funktioniert. Also in einem Moment denke ich mir ja, im nächsten Moment denke ich mir wieder so, nein, lieber doch etwas so Ruhigeres. Wobei ich habe jetzt so ein Makramee-Untersetzer bestellt. Ich glaube, die habe ich euch bei der letzten Deko mal gezeigt. Ich habe euch doch gestern so einen Makramee-Untersetzer hier oben gezeigt. So was Kleines, Rundes.
Genau, und sowas habe ich in groß bestellt, 40 cm, um das auf den Tisch dann zu legen und dann da nochmal eine Kerze oder sowas draufzustellen. Genau, das habe ich aber gerade erst bestellt. Das hat eine Lieferzeit von, ich glaube, 2 Wochen oder sowas. Die Sachen werden meistens frisch angefertigt. So, schaut mal, ich habe das jetzt hier gerade so hingelegt. Finde ich echt richtig schön, muss ich sagen. Ich finde sogar schon fast, dass die hier zu lang sind. Ich glaube, die könnte man ruhig mal, ja, nochmal ein ganzes Stückchen kürzen. Aber ansonsten finde ich das echt nice. Irgendwie hat's was. Also diese Makramee-Geschichte, dieses Knoten finde ich echt richtig schön. Das hier habe ich gerade gemeint übrigens. Das hier habe ich mir jetzt in richtig groß bestellt. Wie gesagt, 40 cm. Und dann kann man das so auf den Tisch legen und da nochmal irgendwie Kerzendeko und so weiter draufstellen. Ja, also das Ding darf bleiben. Ist echt schön. Jetzt werde ich mal kurz den Teppich ausrollen. Beziehungsweise ich muss erstmal saugen, weil das Ding hat ganz schön viele Fusseln verloren. Ich habe es einmal ausgeschüttet, aber es ist ja normal. Aber der Staubsauger ist schon bereit. Ich werde jetzt einmal den Teppich dann ausbreiten, den Tisch draufstellen und dann gucken, ob die Folie passt. Da bin ich echt gespannt. Zeige ich euch aber gleich. So, jetzt seht ihr das auch mal, was ich meine. Also das Silberne passt ja zum Teppich, alles in Ordnung, auch gerade mit der Couch. Aber das Marmor, irgendwie gefällt mir das nicht. Das sieht so kühl aus, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch gar nicht so furchtbar schlimm, wenn dann halt dieses Makramee-Ding, was ich euch gerade gezeigt habe, dann hier drauf liegt und sich dann halt mit dem Teppich widerspiegelt. Vielleicht ist es dann gar nicht so schlimm. Aber keine Ahnung, in der Kamera kommt es jetzt auch weißer rüber, der Tisch, als er eigentlich ist. Der hat definitiv eben so einen kleinen Blaustich. Samu, ja. Samu ist mittlerweile übrigens wach. Aber ich werde jetzt trotzdem mal die Folie drauflegen, um zu gucken, ob das irgendwie, ja, passt. So. Ach. Mir echt nicht sicher, ob das zu rosa stichig ist. Das kommt jetzt, wie gesagt, in der Kamera echt nicht so hundertprozentig originalgetreu rüber, weil ich finde, von der Kamera her würde es sogar ganz gut passen, aber irgendwie, das ist schon sehr rosa stichig. Oder es liegt vielleicht auch an unserem Licht. Unser Licht ist relativ kühl hier. Aber, oh, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Keine Ahnung. Da muss ich echt nochmal jetzt, ich muss mir das eine Weile anschauen und dann überlegen. Ich habe jetzt das große helle Licht mal ausgemacht, dass man, jetzt sieht man, glaube ich, auch den Teppich mal ein bisschen schöner, wie er eigentlich aussieht. Gerade sah er so ganz komisch aus. Aber mit dem Tisch, also mit der Folie, ich weiß nicht, ob ich mich da so, die flasht mich jetzt nicht so weg. Das ist mir zu unruhig. Ich glaube, es ist vielleicht doch besser, einfach was eine einheitliche Farbe zu nehmen. Ja, Samu. Und doch nicht so Marmorgeschichte. Einfach komplett weg vom Marmor. Ja, das war ein Flop. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich kann die Folie nicht zurückschicken. Ich habe sie zwar nicht benutzt, aber bis ich sie ausgepackt habe. Ja, keine Ahnung. Also sie ist schön, aber sie passt einfach nicht dazu. Nicht zu dem Style. Ja, Samu sagt jetzt die ganze Zeit nur Mama, Mama, Mama. Und zwar im Sekundentakt. Nicht im Minutentakt, im Sekundentakt. Was ist mit deiner Hose passiert? Der Hoch weiß ja, oder was? Oh. So, wir sind jetzt unterwegs. Mein Mann und der Samu sind einmal spazieren und die gehen in den Edeka noch rein. Und Elias und ich waren jetzt hier im Testcenter gewesen und wir gehen jetzt zum Aldi einkaufen. Boah, ich war jetzt bei einer gewesen, die ist so tief in die Nase gegangen, das hätte auch schon ein PCR-Test sein können, ganz ehrlich. Also die ist richtig tief reingegangen. Und beim Lias wollte sie erst keinen Lollipop-Test machen, sondern wollte auch in die Nase. Da habe ich gesagt, nö, das möchte ich nicht. Ich möchte hier einen Lollipop-Test machen. Ihr bietet es offiziell an, also möchte ich es machen. Dann hat sie gesagt, ja, aber ein Lollipop-Test ist nicht aussagekräftig. Da habe ich gesagt, warum bietet ihr es dann überhaupt an? Dann hat sie gemeint, ja, aber sie versucht dann auch tiefer in den Rachen zu gehen. Dann habe ich gemeint, machen Sie es, wie Sie es machen müssen, sozusagen. Aber wenn der Lias zurückzieht, dann soll sie nicht wieder reingehen, sozusagen. Sie ist einmal kurz hinten sozusagen gewesen, der ist dann zurückgezogen und dann hat sich die Sache erledigt gehabt. Also diese Aussage mit, es ist nicht zuverlässig, ja, dann biet's doch nicht an. Also ganz ehrlich, ich lasse meinem vierjährigen Kind doch nicht hier in der Nase rumbrummeln. Also ganz ehrlich, wenn es hier vorne so gemacht wird, dann kann ich das auch noch zulassen. Aber sobald es irgendwie tiefer reingeht, ganz ehrlich, nein. Also echt bei aller Liebe nicht. Deswegen, wir haben es hinter uns, aber es war gerade echt unangenehm, wie es echt tief reingegangen. Naja, jetzt fahren wir auf jeden Fall zum Aldi einen, na, Großeinkauf nicht, einen mittleren Einkauf machen. Okay.
So, ein ganz, ganz, ganz schneller, knackiger Haul, denn wir sind jetzt hier gerade in der Abendroutine drin. Ne? Mein Mann war ja bei Edeka, habe ich euch gesagt, der hat hier einmal Cornflakes mitgenommen. Jede Menge von diesen Uncle Ben's Reis, wir essen die ja unglaublich gerne. Und die sind gerade im Angebot und hat er jede Menge mitgenommen. Also, die sind schon oben. Croissants, Letter, dann hier diese Dinger. Was ist das überhaupt? Ach, das ist auch Monte und hier mit Smarties. Dann Milchschnitte und der hat einmal Monte mitgenommen und ich auch einmal aus dem Aldi. Dann hat er hier Guacamole mitgenommen. Das war es eigentlich, das ist das vom Edeka gewesen. Dann beim Aldi habe ich hier solche Laugenzöpfe mitgenommen, genau. Dann einmal Dinkelschnitte, es gab wirklich gar nichts mehr an Brotauswahl, aber die mag ich ganz gerne. Dann hier diese Salami, dann wie gesagt das einmal. Dann Milchbrötchen, dann hier Wurst für meinen Mann und für mich. Die ist eigentlich echt lecker und ich habe die jetzt schon lange nicht mehr gegessen, deswegen habe ich die mal wieder mitgenommen. Buttergemüse, Bananen gehen weg wie sonst was momentan. Einmal solche und einmal hier diese Mini-Bananen, wobei die relativ groß ausgefallen sind. Ich hätte auch normale nehmen können. Dann einmal hier so ein Sahnepudding, dann nochmal Sandwich Toast, aber hier mit den ganzen Kernen drin, das mag ich sehr, sehr gerne. Dann hier das Toast Meerkorn, kennt ihr mittlerweile. Dann hier was zum Knabbern. Salzbrezel gehen momentan natürlich auch sehr, sehr gut weg. Dann die kleinen Pizzen. Dann hier Brezelverbrauch oder beziehungsweise diese Stangen ohne Ende. Deswegen habe ich jetzt mal zwei Packungen mitgenommen und ein Donut. Genau, das war's schon. Das verräume ich jetzt mal schnell.